Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, zunächst erstmal vielen herzlichen Dank für Ihre Anfrage zum sozialen Wohnungsbau, weil sie uns heute die Möglichkeit gibt, über ein Thema zu reden, das meiner Fraktion und mir ausgesprochen am Herzen liegt, das Wohnen. Wohnen ist eines der Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. Unsere Wohnung ist ein persönlicher Schutzraum und Rückzugsraum. Hier fühlen wir uns sicher, hier fühlen wir uns geborgen. Alle Menschen müssen Zugang zu angemessenem Wohnraum haben, unabhängig von ihrem Einkommen. Auch Menschen mit unterem oder mittlerem Einkommen oder Menschen in sozialen Notlagen ohne Einkommen. Hierfür tragen wir eine soziale Verantwortung. Grundsätzlich beruht auch die Wohnungspolitik in Deutschland auf den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft und funktioniert zunächst einmal nach Angebot und Nachfrage. Staatliche Eingriffe, meine Damen und Herren, nehmen wir dort vor, wo der Markt entweder zu langsam oder zu schwach reagiert. Das ist heute in vielen Ballungsräumen der Fall. Dort finden gerade einkommensschwächere Menschen oft nur sehr schwer eine Wohnung. Hier greifen wir ein, hier müssen wir eingreifen. Meine Damen und Herren, Frau Ley, Sie erwecken den Eindruck, als ob die soziale Wohnungsbauförderung das einzige Mittel ist und das einzige, was uns ans Ziel führt. Das ist mitnichten der Fall. Soziale Verantwortung beim Wohnen beinhaltet mehr als soziale Wohnraumförderung. Sie beinhaltet neben der Objektförderung Subjektförderung und sie beinhaltet einen sozialen Schutz durch das Mietraum. Und wir müssen, wenn wir uns die Frage stellen, ob wir unserer sozialen Verantwortung gerecht werden, alle drei Wege gemeinsam im Blick haben, meine Damen und Herren. Die soziale Wohnraumförderung ist sicherlich ein wichtiges Instrument unserer Fördermaßnahmen. Und deshalb haben wir in dieser Legislaturperiode auch alles daran gesetzt, diese Förderung wiederzubeleben, obwohl der Bund seit der Föderalismusreform 2006 keine Zuständigkeit mehr hat. Zuständig hierfür sind die Bundesländer. Und das macht auch Sinn, weil sich die Wohnungsteilmärkte regional sehr unterschiedlich entwickelt haben und die Länder maßgeschneidert Maßnahmen für ihre Regionen auf den Weg bringen können und müssen. Entscheidend ist nur eben, dass die zur Verfügung gestellten Mittel auch zweckgebunden eingesetzt werden, nämlich zum Bau von bezahlbaren Wohnungen. Wir haben hierzu schon mehrere Debatten geführt. Fakt ist, dass die Länder sehr unterschiedlich mit den Geldern umgehen, teilweise Altlasten finanzieren und ihrer Pflicht, bezahlbare Wohnungen nachzukommen, in Teilen nicht nachkommen. Sie haben recht, die Zahl der Sozialwohnungen ist seit 2002 um rund 1 Million Wohnungen geschrumpft. Und es fallen nach wie vor mehr Wohnungen aus der Belegungsbindung, als neu gebaut werden. Wir haben in dieser Legislaturperiode die Kompensationsmittel von 518 Millionen auf 1,5 Milliarden verdreifacht, meine Damen und Herren. Eigentlich hätte auch die Anzahl der Sozialwohnungen entsprechend gesteigert werden müssen. Nach aktuellen Zahlen der Bauministerkonferenz wurde dieses Ziel verfehlt. Hier muss mehr gehen, aber hier müssen die Länder ihrer Verantwortung nachkommen. Der zweite Weg, auf den wir soziale Verantwortung tragen, neben der Objektförderung, ist die Subjektförderung. Hierzu gehört das Wohngeld, das wir in dieser Legislaturperiode deutlich erhöht haben, indem wir die Mietstufen der aktuellen Marktentwicklung angepasst haben. Seit Januar des letzten Jahres profitieren 870.000 Haushalte davon. Über ein Drittel sind als neue Berechtigte hinzugekommen. Das ist ein großer Erfolg. Der dritte Weg der sozialen Verantwortung, die wir als Bund tragen, geschieht durch einen sozialen Schutz durch das Mietrecht. Wir haben umfassende Mieterschutzbestimmungen. Wir haben einen Schutz vor willkürlichen Kündigungen. Wir haben einen Schutz vor übermäßigen Mieterhöhungen. Und wir haben in dieser Legislaturperiode ein weiteres Instrument der Mieterschutzbestimmung eingeführt, die Mietpreisbremse. Auch wenn Sie jetzt gleich erwidern, die funktioniert ja sowieso nicht. Zwei Sätze dazu. Uns als Union war es immer wichtig, dass die
Mietpreisbremse nicht zur Investitionsbremse wird, denn dann ist sie kontraproduktiv. Insofern muss es Ausnahmen geben. Und damit das Gesetz in der Praxis Geltung bekommt, ist es wichtig, dass die Mieter die neu geschaffenen Rechte, wie beispielsweise die Rüge oder das Auskunftsrecht, nun auch in Anspruch nehmen. Meine Damen und Herren, wenn wir über soziale Verantwortung beim Wohnen sprechen, müssen wir alle drei Wege gemeinsam im Blick haben. Eine allein wird den komplexen Herausforderungen nicht gerecht. Soziale Verantwortung in der Baupolitik ist aber, meine Damen und Herren, auch nicht nur damit abgetan, dass günstiger Wohnraum entsteht und die Mieten preiswert sind. Es ist noch weitaus mehr. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass sozial benachteiligte und strukturschwache Stadt- und Ortsteile in ihrer Gesamtheit stabilisiert und aufgewertet werden. Ziel ist es, Quartiere familienfreundlicher zu gestalten, seniorengerechter zu gestalten und den dort wohnenden Menschen Chance auf Integration und Teilhabe zu bieten. Hierfür haben wir in dieser Legislaturperiode die Städtebaufördermittel massiv ausgeweitet. Damit sind sowohl baulich investive Maßnahmen im Wohnumfeld wie auch in der sozialen Infrastruktur möglich. Ein ganz wichtiger Beitrag zur Entlastung der Kommunen und zur Schaffung lebenswerter Wohnviertel. Meine Damen und Herren, die Kolleginnen und Kollegen der Linken fordern immer wieder eine neue Wohngemeinnützigkeit. Aber sie verkennen, sie auch, ja gut, wir behandeln heute diese Anfrage, aber Sie fordern das auch, das stimmt, ja. Sie verkennen aber, dass die Situation heute eine völlig andere ist, als sie zur Einführung der Wohngemeinnützigkeit in der jungen Bundesrepublik war. Die Wohngemeinnützigkeit hat in den Nachkriegsjahren einen sehr wichtigen Beitrag geleistet, die damals große Wohnungsnot zu bewältigen. Aber als es zu einer Stabilisierung der Wohnungssituation kam, hatte sie in der ursprünglichen Form schlicht keine Berechtigung mehr. Und insofern war es richtig, diese Förderung aufzuheben. Nachdem die Ausnahmesituation nach den Kriegsjahren aufgelöst war, konnte die soziale Marktwirtschaft wieder Verantwortung übernehmen und tat das auch erfolgreich. Heute haben wir nach einigen Reformen des Wohnungsbauförderungsrechts eine soziale Wohnraumförderung, die der aktuellen Situation besser gerecht wird. Denn wir haben keine allgemeine Wohnungsnot mehr. Und die heutigen Herausforderungen, steigende Baupreise, zu wenig Bauland, hängt doch nicht von der Rechtsform der Unternehmen ab, meine Damen und Herren. Wir haben bauwillige Akteure. Wir haben heute viele funktionierende Wohnungsunternehmen, die sich zum Teil auch aus den ehemals gemeinnützigen Wohnungsunternehmen weiterentwickelt haben, die ihrem sozialen Auftrag treu geblieben sind, aber gleichzeitig wirtschaften und marktorientiert handeln. Deren gute Arbeit sehe ich, auf deren gute Arbeit vertraue ich, und mit unseren Fördermitteln wollen wir gezielt dort den Menschen helfen, die aus eigener Kraft sich nicht auf dem allgemeinen Markt mit Wohnraum versorgen können. Und noch eine Tatsache, meine Damen und Herren, liebe Frau Ley, scheinen Sie zu verkennen, nicht jeder einkommensschwache Haushalt benötigt eine Sozialwohnung. Außerhalb der angespannten Märkte, in strukturschwächeren Regionen, werden Haushalte auch auf dem freien Wohnungsmarkt mit bezahlbarem Wohnraum versorgt. Kommen Sie mal in die Region, in die ich lebe. Da haben wir ausgeglichene Wohnungsmärkte. Und es ist vor allem wichtig, meine Damen und Herren, zu bauen. Wir müssen bauen, 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 um Angebot und Nachfrage wieder in Einklang zu bringen. Und dafür benötigen wir auch den privaten Wohnungsbau. Das können wir nicht alleine mit dem öffentlich geförderten Wohnungsbau erreichen. Die privaten Vermieter sind die mit Abstand größte Anbietergruppe auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Wir müssen auch diese Gruppe unterstützen, denn sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der Gesellschaft mit Wohnraum.
Und an dieser Stelle werde ich nicht müde, immer wieder eine steuerliche Förderung zu fordern, die wir bedauerlicherweise mit unserem Koalitionspartner nicht zustande gebracht haben, obwohl es ein Ergebnis des Bündnisses für bezahlbares Wohnen gewesen ist und auch ein Vorschlag Ihrer Bauministerin abgestimmt mit dem Finanzminister. Zu kurz kommt mir in der Debatte auch das selbstgenutzte Wohneigentum. Deutschland liegt mit seiner Wohneigentumsquote von unter 50% an vorletzter Stelle im europäischen Vergleich, meine Damen und Herren. Wir müssen dringend auch diese Form des Wohnens fördern, denn selbstgenutztes Wohneigentum stabilisiert Wohnquartiere, macht durch Umzugsketten am Ende auch eine Mietwohnung frei und ist vor allem eine ganz wichtige Form der privaten Altersvorsorge. Meine Damen und Herren, egal über welche Säule, wir müssen mehr bauen. Im vergangenen Jahr haben wir die Zahl von 375.000 Baugenehmigungen erreicht, ein großer Erfolg. Jetzt müssen wir aber weiter beobachten, dass aus diesen Baugenehmigungen auch tatsächlich Bauvorhaben werden. Meine Damen und Herren, wir sind noch nicht am Ziel, aber wir sind auf einem sehr guten, soliden Weg. Dankeschön. Vielen Dank, Silvia Jürissen. Nächster Redner, Chris Kühn für Bündnis 90.